Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2, Goodbye Despair, und Osoma ist auch da. Hi. Na, du pädophiler Bär. Ich bin kein Pädobär, ich bin nur Kuma. Ja, ist er. Hajime. Das ist ein Wunder passiert, Osoma hat sich positiv über Tales of Vesperia geäußert. Aber das werdet ihr dann in seinem Part sehen, der dann irgendwann in 2 Monaten oder so, oder 16 Parts hast du auf Vorrat, oder? Ich weiß nicht, wie viele Parts das auf Vorrat sind, aber es wird zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier raus ist, ist es schon längst da. Ja, stimmt also, auch wieder, weil das Video hier kommt im März oder so. Also, letzten Monat hat... Das Video, von dem wir gerade reden, kommt noch im Januar. Also, ja. Mein März-Video hier spielt auf eine Referenz an von Osomas Januar-Video, was von unserem Zeitpunkt aus erst in ungefähr 2 Wochen kommt. Schön. Geil. Mhm. Oh, meine Güte. Du möchtest auch in Nagisas Raum rein? Ja. Ich habe mir nur einfach Shiakis Anfrage angehört. Die will, dass ich die Tür von Nagitos Hütte aufsperre, weil sie es wirklich braucht für die Klassenverhandlung. Ja, Nagito, hast du ja auch die Tür aufgemacht. Sie hat mich angebettelt, während sie mein schwarzes Auge abgeleckt hat. Das glaubst du nur in deinen Träumen, du Pädobär. Das habe ich nicht getan. Dann tu es! Es ist süß, weil es aus schwarzer Bohnenpaste gemacht ist. Wir haben keine Zeit, uns mit dir rumzuprügeln. Beeil dich und sperr die Tür auf, verdammt. Sperr die verdammte Tür auf. Fein. Ich schätze, dann habe ich keine Wahl. Ich muss einfach nur das tun, richtig? Also dann. Babaluse! Ist das sowas wie Sesam, öffne dich? Es ist ein komplett eigenes Wort von Danganronpa, aber es spielt auf sowas wie Sesam, öffne dich an, ja. Achso. Seht ihr? Ich habe die Tür geöffnet. Ihr könnt jetzt frei untersuchen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich es sehe, aber... Okay. Aber warum hat die Tür mit so einem Zauber aufgemacht? Vielleicht ist der Hüttenschlüssel computerisiert. Hey, hey. Viel wichtiger, lass uns reingehen und jetzt, wo die Tür offen ist. Ne, uralte Holzhütte, wie sie überall auf Haiti und so weiter rumstehen, computergesichert, das glaubst du wohl selber nicht. Wobei, Sonjas Hütte, so eine Nobelbude, okay, das sehe ich ein. Ja, lass uns reingehen. Ich erzähle meinen Kollegen übrigens auch so ein bisschen von Danganronpa, weil ich ganz genau weiß, er wird es nicht spielen, aber da sage ich ihm nur so kleine Dinge, nicht überspoilermäßiges. Und da habe ich ihm das gesagt, was Sonja uns schon gesagt hat in ihren Dates. Also, du weißt schon, habe ich ihm auch gesagt, ja, ultimative Prinzessin und so. Und nachdem ich ihn so ein bisschen erklärt habe, hat er sich totgelacht. Übrigens wäre das auch wieder was für ein Counter gewesen. Also ja, du hast recht, genau. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin überhaupt steht. Nee, ich will euch beiden nicht. Ah ja. Da steht dann jetzt, sie möchte das goldene Makanko fangen und gemeinsam herrschen. Schön. Naja, ein normales Mädchen, wie du meinst. Sehr normal. Oh, ich habe schon gesehen, was da rechts ist. Ist in der Hütte, waren wir schon. Ja, weil dieses Geschenk da auch schon war. Der hat einen Kühlschrank, okay. Das ist also der Ort, wo Nagito wohnte. Was dachte er überhaupt von seinem... Ja, von seinem Zimmer hier. Was fühlt er, als er hier seine Tage verbracht hat?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Sag mal, bist du irgendwie homosexuell oder so? So, was da, nee, so, was dachte er, als er hier seine Tage verbracht hatte? Es klingt mehr so wie so ein, naja. Er hat sich in den Mörder reinversetzen. Ich wollte es jetzt eigentlich auf die positive Art, weil Nagito ja auch schon sowas ähnliches angeteasert hat, so, ach, Hajime, du bemerkst mich und, ja. Er wollte die absolute Hoffnung sehen. Wollte Verzweiflung werden, dass er ja quasi als Trittleiter. Ja. Nee, Stepping Stone ist ja quasi wie eine Tritt, also so ein Stolperstein, ja. Achso, ein Stolperstein für den Rest von uns. Ich dachte, es ist jetzt so eine Art, er will uns helfen und nicht, er will uns Steine in den Weg legen. Egal, wie lange ich drüber nachdenke, ich verstehe ihn immer noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob er wirklich daran geglaubt hat. Er war vor allem ziemlich seltsam die letzten paar Tage. Was hat ihn verändert? Vielleicht dieses glitzernde Objekt da vorne? Vielleicht gibt es hier einen Hinweis, der hier irgendwo versteckt ist. Wupp, wupp. Erstmal das da. Oh, du hast Nagitos Badepartner weggenommen. Ja. Yeah. Also, mich wird das total nervös machen. Ein Badezimmer mit einer Glastür. Und Glas direkt vor der Toilette und vor der Wanne. Ich weiß, man kann die Hütte absperren, aber trotzdem. Es könnte jetzt zum Beispiel hier jemand reingucken, so Sonja, und ihr Blick würde dann genau dahin laufen, wo Nagito gerade auf der Muschel sitzt. Was würde Sonja dann denken? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Unsere Untersuchungszeitfenster ist ziemlich klein. Das Bücherregal wird vielleicht etwas Zeit benötigen, um untersucht zu werden. Also sollten wir erstmal versuchen, andere Gebiete zu untersuchen. Mhm. Das Ding da. Nee, der Kühlschrank erst. Was hast du für Energy Drinks da drin? Das ist ein Kühlschrank. Toll, meine Hütte hat gar keinen Kühlschrank. Ich frag mich, wo er den herbekommen hat. War das jetzt sarkastisch von ihr oder ernst gemeint? Ernst gemeint. Also ich dachte so, toll, meine Hütte hat keinen Kühlschrank. Danke, Monokuma. Nagito hat ihn wahrscheinlich, also selbst hergeschleppt. Ja toll, jetzt will ich sehen, wie er sich da abrackert. So, aber bei seinem Glück ist der Kühlschrank selbst reingerollt. Warum würde er sich die Mühe machen, einen Kühlschrank in seinen Raum zu packen? Braucht er wirklich? Genießt er wirklich so sehr kalte Drinks? Als ich so mit Chiaki mich unterhalten habe, habe ich den Kühlschrank geöffnet. Ja, einfach so aus Kuriosität. Was? Neugier? Ich kenne ein anderes Wort für Neugier, aber egal. Was ist das wohl? Ich glaube, das müssen wir trinken. For poisoning use only. Ja. Da ist wirklich nicht viel drin. Das Einzige, was ich hier im Kühlschrank sehen kann, ist eine braune Flasche. Für jemanden, der kalte Drinks mag, scheint es ja nicht sehr aufgefüllt zu sein. Hat sie schon alle weggesoffen. Aber diese Flasche ist eindeutig kein Getränk, richtig? Wirklich? Sieht aus wie eine Art, also Proteinpuder vielleicht, aber was ist das Wort davor? Also Dietary Supplement. Diät Unterstützungsgetränk. Genau, weil gerade der eine Diät braucht. Bei Proteindrink, okay, lass ich mir einreden, zum Muskelaufbau. Ich nahm die braune Flasche aus dem Kühlschrank
und fing an, das Logo zu lesen. Ja, es ist dafür da, um Leute zu Tode zu vergiften. Hey, das ist... Ja, sieht wie Gift aus. Gift? Sieht so aus, als... Sieh mal, da ist eine Warnhinweis auf der Rückseite. Lass uns das mal in genauerem Detail betrachten. Aber Vorsicht mit der Flasche. Lass sie nicht fallen. Hör auf! Wenn du dir solche Sorgen machst, das macht mich ganz nervös. Wenn du mich so... ja, doch, wenn du dir solche Sorgen... Ja. Okay, das kann ich nicht lesen. Ich nahm die Flasche mit meinen zitternden Händen und begann, das Warnlogo auf der Rückseite der Flasche zu lesen. Okay, das Gift ist extra dafür gemacht, um zu töten. Es ist Monokuma Spezialgift. Diese... Verzauberte. Verzaubert? Ja. Okay, verzauberte Flüssigkeit ist hochpotent, also hochwirksam. Und wirkt sofort. Bitte mit Vorsicht behandeln. Auch bei kleiner Dosierung. Achso, seine Flüchtigkeit ist klein. Und diese Flüssigkeit ist hochgefährlich, wenn sie verdampft. Verdammt, okay. Boah. Im gasförmigen Zustand ist es schwerer als Luft. Es... Breakdown, ja, verschwindet in Minuten. Also nee, es wirkt in Minuten und... Breakdown in Minutes ist schon richtig gemeint, dass es sich halt verflüchtigt in Minuten. Also es verflüchtet sich in Minuten... Hydrolosis. Es verursacht Hydrolosis? Also Entwässerung oder wie? Oder es verschwindet durch Bewässerung? Es ist wasserlösig. Wahrscheinlich. So. Wasserlösig. Ah, doch, doch, es verschwindet bei Wasser. Ah! Ich glaube, ich habe eine Idee. Das Ding ist schwerer als Luft. Logischerweise ist es unten. Und Nagito lag am Boden, also... Und weil es wasserlöslich ist, die Sprinkleranlagen haben es vertrieben. Das heißt, er ist vergiftet worden. Moment, seine Nase war offen, oder? Mhm. Okay, dann... Wenn es glasförmiger Zustand also ist... Also glaube ich zumindest, dass die Nase offen war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Nase offen ist. Weil sein Mund war zugeklebt, aber seine Nase muss offen gewesen sein. Ja. Vielleicht haben wir noch ein näheres... Da. Ne, es ist offen. Ja, seine Nase sieht frei aus. Okay, gasförmiger Zustand, schwerer als Luft. Nagito liegt am Boden, das Gift ist nahe bei ihm, geht durch die Nase, weil Nagito kann ja nicht aufhören zu atmen, das geht ja nicht. Das kann ein Mensch schon aus Reflex nicht. Also die Luft so lange anhalten, bis man stirbt. Ich kenne zumindest keinen Menschen, der sowas könnte. Gut, wir haben den Todesgrund. Also ist es möglich... Für dich, das Gift einzunehmen ohne irgendwelche Komplikationen. Wenn zu vergiften ohne so Probleme. Behalte es flüssig, indem du es an einem kühlen Ort aufbewahrst. Am besten in einer in einem Glas- oder Plastikcontainer. Weit weg vom Sonnenlicht. Ja, ich weiß, ich muss wieder gucken. Haben wir irgend sowas in der Art? Glas oder Plastik? Irgendwie nicht. Der Bär? Nee. Das
wird keinen Sinn ergeben. Wozu ist der Bär da? Den verstehe ich überhaupt nicht. Ach so. Okay. Ich habe meine Verdächtigen. Toll. Das ist scheiße. Hm? Wer hat nochmal die Brandbomben geworfen? Alle. Hajime auch? Ja. Okay, dann habe ich nicht meine Verdächtigen. Toll, alles wieder resettet. Aber dachte ich gerade, ich wüsste, wer der Mörder sein könnte. Weil irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass Sonja, Kazuichi und Chiaki die Dinger geworfen haben. Weil die drei waren, glaube ich, in dieser einen Cutscene abgebildet. Deswegen dachte ich, nur die drei hätten es geworfen. Schön. Das sieht definitiv wie eine Chemikalie aus, die einfach nur dafür gemacht wurde, jemanden zu Tode zu vergiften. Der Kühlschrank muss hier sein, um das Gift sicherzustellen. Aber wo hat das Nagito überhaupt herbekommen? Final Dead Room. Diese Frage könnte man auch zu der Bombe stellen, die er im Hotel benutzt hat. Ja, wegen dieser Bombe. Es gibt, da sollte es einen Grund geben, dass Nagito in der Lage war, so gefährliche Gegenstände zu erhalten. Wobei, die sind ja aus dem Erdbeertower, wie auch immer, wieder rausgekommen und waren dann im Klatzenprozess. Und von da aus ging es dann weiter zurück zur Insel. Mhm. Hätten die Möglichkeit gehabt, jederzeit zurückzugehen? Weiß ich nicht. Weil, wie hätte Nagito den ganzen Kühlschrank da hinschleppen können? Ich meine, er kann ihn ja schlecht unter der Jackentasche verstecken. Ich meine, nur das Gift allein, okay, aber der Zeitraum ist einfach lächerlich lang. Das wär nie im Leben gut gegangen. Selbst wenn er den Kühlschrank auch irgendwo herbekommen müssen. Also, der Logik halber hätten sie zurückgehen können. Also, er wäre irgendwann in der Nacht oder so zurückgegangen und hätte alles geholt, aber wenn er da so einen Kühlschrank durch die Gegend schleift, an Hajimes Haus vorbei, ich glaube, der hätte das gehört. Wieso muss er denn da für einen Kühlschrank rumschleifen? Ja, der Kühlschrank muss ja irgendwie herkommen. Ich glaube jetzt nicht, dass der geht nur irgendwie einen Stapler oder so. Sagt er halt nur Monokuma, dass er einen Kühlschrank braucht. Und Monokuma stellt ihn bereit, oder wie? Ja. Ich glaube, er hätte gesagt, ja, Monokuma, ich brauche einen Kühlschrank. Und Monokuma, wofür brauchst du den? Und so, oh, ich will Gift aufbewahren, weil vielleicht will ich jemanden damit ermorden. Und dann hätte er gesagt, okay, kein Problem. Dann eventuell. Ja, das Oktagon im Funhaus. Das Gift. Kann sein, dass er es von da hat? Er ist wahrscheinlich an sich irgendwo versteckt, an seinem Körper während der Klassenverhandlung. Die Bombe ja eventuell, aber das Gift, nee. Was, beides? Er hat die Bombe und ein Gift im Klassen, bei sich getragen, auch während des Klassenprozesses. Ich gehe nicht mehr drauf ein. Ich weiß ja nicht, was das Problem ist für dich jetzt gerade. Ja, weil das Gift ja gekühlt werden muss. Ja, damit es im flüssigen Zustand bleibt. Stimmt ja. Das heißt, es wäre dann quasi nur gasförmig in der Flasche. Mhm. Und wahrscheinlich hat die Flasche einen luftdichten Verschluss, oder? Ja. Ja, okay, dann. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das Gift eben nur unwirksam wird. Außerdem heißt es ja nicht, dass es unbedingt super schnell sich gasförmig macht, wenn es halt nicht geöffnet wird. Ach, wie gefährlich. Was hätte er getan, wenn er versehentlich die Flasche hingefallen wäre und die Flasche zerbrochen ist? Nee, der ist Glückspilz, das passiert nicht.
Allein schon daran zu denken, erschreckt mich. Außerdem hat es schon bereits die Bombe, die er mitgenommen hat, in der Lobby hochgejagt. Aber was ist mit diesem Gift? Noch ein Counter. Das sieht so aus, als wäre die Flasche halb leer. Weniger als halb leer. War es von Anfang an so? Oder hat Nagito es benutzt? Wenn ja, wo hat er es benutzt? Ich frag mich, ob da immer noch irgendwo eine Falle ist, die noch nicht ausgelöst wurde. Eine weitere Falle. It's a trap. Zum Beispiel hat er vielleicht irgendeine Falle gemacht, wo er das Gift benutzt hat, bevor er gestorben ist. Es gibt ja diesen Ausspruch, it's a trap. Ich habe keine Ahnung, woher der kommt. Star Wars. Ah, okay. Von Star Wars habe ich nicht so viel Ahnung. Ich habe ein, zwei Filme mal gesehen, aber das war es auch schon. Wenn das tatsächlich existiert, wäre es wirklich schlecht. Es könnte potenziell jeden hier auf der Insel töten. Jeden auf der Insel? Was zur Hölle? Nagito, versuchst du immer uns leiden zu lassen? Versuchst du immer noch uns leiden zu lassen, selbst nachdem du schon verstorben bist? So. Chiaki, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich. Zwar ist Weihnachten vorbei, aber hey. Ein aufgebrezelt aussehende Schatztruhe ist in leuchtend pinken Lichtern. Sticht in leuchtend pinken Lichtern heraus. Wie leuchtet das Ding? Oder besser gesagt, wo kriegst du so eine Schatztruhe her? Ah, könnte das sein? Ach so, ja. Da war ja was. Das hätte ich vollkommen vergessen. Diese Schatzkiste. Ja, die ist für dich, Chiaki. Alles Gute zum Geburtstag. Chiaki, weißt du was darüber? Ich bin sprachlos, mein Geschenk. Sie ist wirklich süß. Ja, es ist ein Geburtstagsgeschenk. Oder Weihnachtsgeschenk oder Valentinstag, genau, Valentinstag. Oh, so reagiert es ja also. Sie hat nur reagiert. Es sieht so aus wie Monomis gestohlene Schatzruhe. Wenn sie hier ist, dann bedeutet das, Nagito ist der Dieb. Der Dieb Monomis, der Dieb, von dem Monomi redete, war Nagito. Aber warum sollte Nagito sowas stehlen? Ja, und damit wir es herausfinden, wäre es wohl gut, wenn wir da reingucken würden. Ist es denn okay? Es sieht ein bisschen gefährlich aus. Nein, das leuchtet doch pink mit Schlaufe und alles. Das ist noch nicht gefährlich. Gefährlich ist, dass der Hund da unten jetzt wieder umbellt. Es könnte eine Art Hinweis sein, weißt du? Wenn es nicht wichtig wäre, dann wäre Nagito wohl kaum zum Monomi eingebrochen und hätte es gestohlen. Achtung, jetzt kommt ein Totenschädel raus. Nein! Du weißt ja. Ich drehte mich Richtung der Box und vorsichtig öffnete ich die Schleife. Eine Pokémon-Karte. Im Innern war ein Notebook? Achso, ein Notizbuch. Ich dachte schon, ein Laptop. Weil Notebook. Ist es das? Warum ist ein Notizbuch in dieser Schatztruhe? So als ob es was Wichtiges wäre. Ich habe das Notizbuch rausgenommen und die Schatztruhe fing an. Hier eigentlich ein Blatt, aber... Ja. Ja, das Buch aus der Kiste genommen und hat angefangen durchzublättern. Ja, ich dachte, die Kiste blättert sich irgendwie, aber okay. Sie beinhaltet
schlechte Zeichnungen, so als ob sie von Kindern gezeichnet wurden. Und das alles sah so aus wie Hühnerkratzer. Okay. Sakura became the anyone's title, then things happened. I was I was able to talk to everyone for the first time today. Achso, Tag 1. Ich war in der Lage, hier mit allen hier zu reden. Jetzt. Wundokuma tauchte auf und alles wurde schlecht. Tag 2. Byakuya ist der Leiter und eine Menge Dinge sind heute passiert, was alle versucht haben. Was alle das? Gemacht hat. Ein Tagebuch? Sieht so aus. Hat Monomi das geschrieben? Vielleicht. Diese Bilder und dieses... Ja, Gekritzel sieht total nach ihr aus. Ich überflog weiterhin die Seiten. Tag 3, Tag 4, Tag 5. Seite nach Seite von diesen schlechten, geschriebenen Texten setzten sich in diesem Notizbuch fort. Ich verstehe das nicht wirklich, aber es sieht so aus, als ob es hier keinerlei Hinweise gäbe. Und dann kurz bevor ich... drauf und dran war aufzugeben. Meine Hand hielt plötzlich an. Da, wo Titel 16. Tag stand. 358,5 Tag. Ich spielte Kingdom Hearts. Also, Tag 16. Wir sind schon seit 3 Tagen im Funhaus. Alle sind hungrig und an der Kante, also am Ende ihrer Kräfte. Hajime hat versucht, in den Final Level Gamer Dead Room Reloaded zu kommen. Aber er hat Panik geschoben und niemand hat ihm geglaubt. Er hat wahrscheinlich Panik gehabt, weil ihm jemand klaut. Nochmal ein Hä? Hajime, ist was passiert? Ach, gar nichts. Hey, hör auf! Schau nicht in dieses Notizbuch! Zu spät. Oh. Aus dem Nirgendwo, vom Nowhere in Idaho, kam plötzlich Monomi. Ja, sie tauchte auf und hat mir das Notizbuch aus der Hand gerissen. Puh. Ich hab dich gefragt, nach meiner Schatzkiste zu suchen. Aber ich hatte niemals gesagt, dass du reingucken darfst. Mann, das war knapp. Wenn ich etwas später gekommen bin, hättest du vielleicht gesehen, was innerhalb des Notizbuchs ist. Ja, danke, dass du alles verpetzt. Ach, unglücklicherweise bist du ein bisschen zu spät. Aber wenn dieses Notizbuch hier ist, dann war Nagito der Dieb? No. Betrug. Ich wurde betrogen von meinem beliebten Studenten. Hey, dieses Notizbuch. Es ist ziemlich sicher dein Tagebuch, richtig? Tagebuch? Scheint so. Das ist richtig, dies ist mein wichtiges Tagebuch, wo alle Mädchengeheimnisse drin geschrieben sind. Mhm. Oh. Hey, du Lügner! Tauchst plötzlich immer aus dem Nichts auf. Monomi, es ist nicht gut zu lügen, weißt du? Lügen? Es ist unmöglich, dass du in dieses Handbuch geschrieben hast. Immerhin kann Monomi gar nicht schreiben. Was sagst du da? Ich kann... Buchstaben einfach schreiben. Ich kann endlich den Buchstaben B schreiben. Das ist traurig, dass ich lachen muss. Ey, B ist der zweite Buchstabe im Alphabet. Einen ganz dicken Applaus, Monomi. Echt. Oder vielleicht kannst du alle Buchstaben außer B schreiben. Ja, dann hast du eine ziemlich schlechte Grammatik. Nein, kannst du nicht.
Weil du keine Finger an deinen Händen hast. Aber du. Siehst du? Genau ins Schwarze. Ich wusste es, weil es bei mir nämlich genauso ist. Jetzt ist ja der Part sowieso vorbei, weil als unnötiger Faktor. Bullseye heißt ein Fenster in einem. Also heißen die Fenster bei Schiffen und Bullseye ist die Mitte beim Dart. Bei der Dartscheibe. Einfach so als unnötiger Random-Fakt. Das war Danganronpa 2. Goodbye, das P. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.